Clara da reinzuziehen, sollte ich nicht machen. Vertrauen ist gefährlich. Aber ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Vielleicht ist sie meine einzige Freundin. Das Auto gefällt mir mehr. Ich brauche jetzt CTOS-Netzwerkzugang. Aber eine schöne Kamera. Weiter zum nächsten Turm begeben. Wie ich versprochen habe, werden wir auch mal mit einem Bagger drehen. Sprich, wir werden dort alles niedermetzeln, was wir geben. So. Beziehungsweise? Ich glaube, da hinten hat sich was bewegt. Das Geballer ist halt nicht so meins. Mal einen Blick reinzukriegen.
So. Ja, klopf du nur. Ja. 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 Wollen wir mal die Zugangscodes lokalisieren. Das ist nicht normal. Wer von denen könnte die Zugangscodes haben? Schmeckt mir nicht. Durchsucht das Gebiet. Hier ist nichts. Ich suche anders weiter. Finden wir ihn. Pass auf! Alles klar. Ich gehe da lang. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Ist immer noch die Frage, wer hat diese Zugangscodes? Erstmal hier freien Einlass gewähren. Alles sauber. Zwei Jäger. Seid vorsichtig. Haltet die Augen offen. Achtung! Bleibt wach da. Nichts gesehen. Ich gehe weiter. Hallo? Behaltet ihn im Auge.
jetzt drauf ist. Das ist nicht mein Problem. Noch irgendeine Möglichkeit dort reinzukommen. Am besten unbemerkt. Das ist noch nicht vorbei. Hier stimmt doch was nicht. Ich bin bewaffnet. Pass auf, Mann. Komm raus! Sucht ihn, er ist hier irgendwo. War ein Bug. So. Wie versprochen, mehr Action. Da kommt er. Erstmal ihn hier. Das CTOS nimmt tatsächlich eine Minute auf. Aber. Mariana. Also los jetzt. Ihr könnt das, Jungs.
hat die Der wollte, dass ich film. Wir werden uns natürlich jetzt erstmal alle Towers unter den Nagel reißen. Ja, war die CityOS. So, was macht die CityOS genau? Das? Oder das? Macht alles die CityOS? Schick die Rechnung. CityOS ist bekannt dafür, dass sie Stoppschildern umfahrt. Loft Office. Geht's noch? Ja. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ja, aber was können wir tun? Diese Schießereien. Nix. So wie es aussieht, ja. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir da hochkommen. Anscheinend wirklich nur über die Bahngleise. Überall Kameras. Du Schlappe kannst mir meine Kinder nicht einfach wegnehmen. Ich bin ihre Tante. Ist mir egal, was du bist. Glaubst du, ich weiß nicht, wer das Jugendamt angerufen hat? Was? Glaubst du, du könntest ihre Mutter sein, wenn ich aus dem Weg bin? Nein, nein. Ich will doch nur das Beste für sie. Und im Moment bist du nicht das Beste für sie. Was kommt leider Gottes auch mal vor. Worauf ich jetzt achten muss, ist halt die Bahn. Aber das sollte das wenigere Problem sein. Ja, ich wusste es doch.
Ah. Meine Damen und Herren, willkommen in Chicago. Moment, da ist ein Auto. Eine Tür, eine kleine Garage, da passt dieses Auto. Wie kommt dieses Auto hier hoch? Ja, die CDOS fährt nicht nach Straßenschilder um, sie verursacht Staus. So, in diesem Sinne werden wir natürlich auch den nächsten... das nächste System freischalten. Braucht das CTOS einen Reboot? Das Rathaus ist bemüht, die Probleme mit dem CTOS-Netzwerk herunterzuspielen, obwohl zahlreiche Berichte über Systemfehler aus der ganzen Stadt vorliegen. Es gibt zum Beispiel Meldungen über falsche Ampelschaltungen, Stromausfälle und Telefon. Sorry. Weiter geht's. So, Slalom. Der nächste Turm gehört auch schon fast wieder uns. Bis alle rumschreien. Ich bin halt Aiden Pierce. I'm the best. Dass sie in die Stadt gehört. So, ja. Scheren wir hin.
Next. Kasten scheint hier oben drin zu sein. Wie komme ich an meine Kamera, die da oben hin zeigt? Besonders ist hier ja nichts mehr. Ah, wer sucht, der findet. Und schon haben wir den zweiten Turm in diesem Gebiet freigeschalten. Ich gehe in der Annahme, dass die Hauptmission sich jetzt da auch auf den dritten Turm in dem Gebiet konzentriert. Und nun weitere Meldungen. Eine Fehlfunktion in einem Ampelsystem soll Ursache für einen Massenzusammenstoß sein, der sich heute in der Stadt ereignete. Mehr dazu nach der Pause. So, wir wollen mal ein bisschen Musik machen, da bei welcher die GEMA nicht canceln kann. Alle meine Entchen schwimmen auf der... Okay, meine Gesangskünste...